Ja, meine Damen und Herren, Zero Carbon Cities oder die emissionsfreie Stadt. Was ein wunderbares, was ein großartiges Thema, was uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich beschäftigen wird. Aber wie soll das gehen? Wie sollen Städte, die ja eigentlich das Zentrum von menschlicher Aktivität, von Energiegewinnung, von Energieverbrauch sind, wie sollen die jemals sich wandeln zu einer Carbonsenke, zu einer Carbon Positive City. Aber all das ist durchaus möglich. Die technischen Einzelheiten sind im Grunde genommen schon geklärt. Es gibt eine Unmenge von Innovationen, die in diese Richtung deuten. Das fängt an bei neuen Energieproduktionssystemen. Es führt hin bis zu neuen Bautechniken, die carbonfrei sind oder zu Glasfassaden, die gleichzeitig Energie produzieren. Die Konversion von Energie und Materie, das ist das, was Menschen immer schon im Lauf ihrer Geschichte gemacht und verbessert haben. Und diese große Herausforderung der Klimawende, der Klimakrise, das, was vor uns steht, das wird letztendlich in den Städten entschieden. Die Metropolen der Erde, die Großstädte, das sind die Zentren der humanen Zivilisation. Ungefähr 40% aller Menschen auf diesem Planeten wohnen in großen urbanen Ballungsgebieten. Und es sind gerade diese Ballungsgebiete, das sagen uns die Systemforscher, in denen tatsächlich etwas passieren kann, was viel schneller geht als in anderen Bereichen, wenn es darum geht, Carbon aus der gar nicht erst in die Atmosphäre zu entlassen. Und das liegt an den Gesetzen der Systemtheorie, nämlich an der Tatsache, dass Menschen, die dichter zueinander wohnen, effizienter, effektiver miteinander leben können. Also die Wege sind kürzer, die Häuser sind verdichteter. Und das führt dazu, dass wir heute in den Perspektiven für eine carbonfreie oder emissionsfreie Stadt durchaus gar nicht schlecht im Rennen liegen. In den Vereinigten Staaten haben sich bereits ungefähr 30, 40 Großstädte für Carbon-Free-Ziele in 10, 20, 30 Jahren entschieden. Auch in Skandinavien gibt es die ersten Städte, die sich sicher sind oder ziemlich sicher sind, dass sie es in den nächsten 20 Jahren hinbekommen werden, quasi überhaupt kein CO2 mehr freizusetzen. Und das erfordert natürlich große Anstrengungen. Es erfordert große Fantasie. Es erfordert Kreativität. Und diese Kreativität zu entwickeln, ist, glaube ich, auch die Aufgabe Ihres Kongresses. Aber man sollte sich dabei keine Illusionen machen. Wir sind erst am Anfang einer Entwicklung. Auch wenn wir heute in der Lage sind, das Grün in die Stadt zurückzuholen, Greenopolis, die ergrünte oder wiederergrünte Stadt, auch wenn wir in der Lage sind, CO2-freie Heizungssysteme zu bauen. Wir werden noch viele, viele Wärmepumpen installieren in den nächsten Jahrzehnten. Und in all diesen Details bewandert sind, so steht doch vor allen Dingen eine ganz große Aufgabe vor uns allen. Oder ich würde sagen, zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe besteht darin, von einer Vermeidungs- zu einer Gewinnstrategie zu kommen. Es ist ja so, dass die Ökologie oder die Herausforderung, die jetzt durch die Klimawende an uns herangetragen wird, oft noch mit einem negativen Beizeichen versehen wird. Also wir sollen verzichten, wir sollen etwas nicht tun, wir dürfen nicht mehr, wir können nicht mehr, wir sollten keine Autos fahren, in denen ein einziger Mensch sitzt mit 2 Tonnen Gewicht und wir sollten schon gar nicht in die Großstadt fahren. Wir müssen dies und können das nicht mehr. Und dadurch entsteht eine innere Verweigerungshaltung der Menschen. Es ist eben so, dass wenn wir nur uns auf das Negative fixieren, also auf den Verlust, den wir womöglich erleiden, dann blockiert das Hirn eine Aussage über die Zukunft. Und das Einzige, womit wir das überwinden können, ist eine Vision, ist eine Utopie, ist eine positiv gewendete Utopie. Und davon ist in den ökologischen Diskussionen noch viel zu wenig die Rede.
Wir sprechen auch von einer blauen Revolution anstatt einer grünen Revolution. Die grüne Revolution ist eben eine Vision, die auf Verzicht und Reduktion aufgebaut ist. Blau hingegen steht für Horizont, für Weite, für Fülle. Wenn man allein weiß, dass wir nur 15% der Industriedächer zum Beispiel in Österreich brauchen würden, um das gesamte Land mit elektrischer Energie zu versorgen. Wir brauchen natürlich auch Speichereinheiten, aber auch dafür gibt es Lösungen. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es möglich sein könnte, aus einer Position der Fülle, der Vermehrung, sogar des Überflusses zu argumentieren. Die blaue Revolution schaut von der Zukunft in die Gegenwart und sagt, wir werden keine Knappheiten erleben. Jedenfalls ist das nicht notwendig. Wenn wir intelligente Systeme, Netzspeichersysteme anlegen, dann sind wir durchaus in der Lage, etwas zu generieren, was ein Vorteil ist. Und dieser Vorteil wäre die Vision einer Gesellschaft der höheren Lebensqualität. Denn unsere Städte sind ja auch in der industriellen Ära, ich nenne das mal die fossile Ära, zerstört worden. Sie sind zerspalten worden, zersplittert in die einzelnen Lebensbereiche, die dann plötzlich weit entfernt voneinander lagen. Hier das Fabrikviertel, dort das Einkaufsviertel, dort die Schlafstadt, Suburbia, die Vorstadt, in der die Reihenhäuser sich aneinanderreihen. Aber das ist nicht immer eine gelungene Lebensform. Und die Lebendigkeit der Städte in Zukunft wird auch diese Grenzen einreißen. Wir erleben das heute schon in den vielen Projekten von neuen Quartieren in den Städten, in denen von vornherein energetische Aufrüstungen stattfinden, die Häuser mit Paneelen versehen sind, in denen der Autoverkehr beruhigt ist und in denen es Infrastrukturen gibt, in denen man einkaufen kann oder sogar ein Kindergarten vorhanden ist. Schulen in der Nähe. Die Pariser sprechen auch von einer 10-Minuten-Stadt. Frau Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, hat diesen Plan seit vielen Jahren verfolgt und sie kommt ihm immer näher. Die Beruhigung, die Verkehrsberuhigung der Großstadt Paris und gleichzeitig soll jeder Bürger in 10 Minuten Fußmarsch oder 5 Minuten Fahrradfahrt alles erreichen, was er fürs Leben braucht. Eine Behörde, ein Ärztezentrum, Sportmöglichkeiten, einen Park. Also diese Transformation der Städte als ein positives Projekt darzustellen und zu formen, als eine Vision der höheren urbanen Lebensqualität, das ist, glaube ich, der eine Teil der großen Aufgabe, die vor uns steht, wenn wir diese Zukunft bewältigen wollen. Der andere Anteil ist, dass wir die Versäulungen, die Separierungen, die aus den alten Gewerken stammen, wenn man ein Haus baut, dann hat man es immer mit mindestens 10 verschiedenen Handwerkergewerken zu tun. Also der Elektriker, der Energiespezialist, der Betonfachmann, der Architekt. Und die Koordination zwischen diesen verschiedenen Gewerken, die Integration in eine ganzheitliche Dienstleistung, das wird noch ein großes Stück Arbeit sein. Wir haben am Stadtrand von Wien das Future Evolution House gebaut, wo wir mit einer 4-köpfigen Familie und einem Hund sehr zufrieden leben. Und wir versuchen, dieses Haus weiterzuentwickeln als eine Art Case Study, als eine Art Objekt des Experiments. Wir versuchen, anders mit Materie umzugehen, mit Konsum, aber auch mit Energieproduktion und Speicherung. Und auf diesem Weg kommen eine ganze Menge Hindernisse zutage, die noch zu überwinden sind. Diese Hindernisse liegen eben daran, dass jeder die Welt mit seiner eigenen Brille sieht. Sie kennen diesen berühmten Spruch, wenn man einen Hammer in der Hand hat, dann sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus. Und die Schnittstellen zwischen den Gewerken werden sich in der Zukunft in Nahtstellen verwandeln müssen, in Koordinationsstellen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Aufgabe einer ganzheitlichen Betrachtung von Bauen, von Wohnen, von Transformation von Städten, von Energieproduktion bis hin zum alltäglichen Leben. Und diese Service-Revolution ist ja auch bereits im Gange. Also wir haben heute viele neue Formen von On-Site-Services, ob das jetzt Home-Delivery-Experimente sind oder Systeme, oder ob es Experimente sind, wie zum Beispiel die Skandinavier heute machen,
On-Site Carbon Zero Building, also wo man alte Gebäude zerlegt in ihre Einzelteile, recycelt auf der Baustelle und wieder neu errichtet. All diese Experimente nach Wien zu bringen, sie sichtbar zu machen, sie tatsächlich in die Praxis zu übersetzen, das ist eine große und eine sehr wertvolle Aufgabe. Und bei dieser Aufgabe wünsche ich Ihrem Kongress und wünsche ich Ihren Gewerken den Zusammenschluss für dieses große Ziel, die Stadt letztendlich als eine Art Pionier der ökologischen, der energetischen Wende zu begreifen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön.